Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Die heutige Frage kommt von Yvette Krüger. Sehr geehrter Herr Dr. Winkler, können Sie mir erklären, wieso es Anfang April hieß, Indien sei beim Impfen ganz weit vorn? Sogar die 40-Jährigen werden dort gerade durchgeimpft. Indien sei ein Vorzeigeland. Und Ende April starben die Menschen dort plötzlich weg wie die Fliegen. Ich dachte, mit dem Impfen hat das ganze Graus ein Ende. Dem scheint ja nicht so. Ihre Meinung interessiert mich sehr, da Sie immer so unaufgeregt Ihre fundierte Meinung hier kundtun. Das tut in dieser aufgeregten Zeit gut. Vielen Dank, Ihre Yvette Krüger. Also bei dem Thema nicht aufgeregt zu sein, das hätte auch mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank einerseits fürs Kompliment, auch für die Frage. Ganz ehrlich, zu diesen indischen Vorgängen und Zahlen kann ich mich, will ich mich nicht äußern, weil, ganz ehrlich, da habe ich zu wenig Einblick. Und es ist heute wirklich eine Kunst, fast schon ein Glück, an Daten ranzukommen, die nicht irgendwie komisch verändert worden sind. Also das weiß ich nicht. Und ich weiß, die Bilder sind immer sehr, sehr, sehr einprägsam und sie trüben den Blick für wirklich nüchterne Zahlen, Daten, Fakten. Das haben wir damals bei Bergamo erlebt mit den Särgen. Da hat sich vieles im Nachhinein ganz anders dargestellt, wenn man die Hintergründe kennt, warum solche Bilder entstehen. Wir haben von den Fake-Bildern gehört, dass es überhaupt gar nicht um Särge sich handelte. Ich will das nicht unterstellen, dass das jetzt in Indien das Gleiche ist, aber ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, ob das real ist. Und natürlich muss man sehen, Indien ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, dass dort unter diesen ärmlichsten Verhältnissen, in denen die Menschen zum Teil leben, dass dort jede Art von Virus oder jede Art von Erkrankung mal richtig durchfegt. Das kann ich mir also gut vorstellen. Insofern, klar ist es immer der Wunsch, dass eine Impfung, irgendein Heilmittel, das alles wegzaubert. Und das ist eben, glaube ich, auch diese fatale Massengier, die im Moment entstanden ist, gebt mir endlich meine Impfung, dann kann ich wieder aufatmen, dann brauche ich mir keine Angst und Sorgen mehr machen, dann kann ich so weiterleben wie vorher, dann habe ich meine Freiheit wie vorher. Ich will mal jetzt schon in den Raum werfen, ob das wirklich sich alles dann erfüllt. Das steht noch absolut in den Sternen und insofern wäre es wünschenswert, dass die Impfung hier etwas langfristig bewirken kann. Nur medizinisch sachlich nüchtern betrachtet, gibt es einfach noch sehr viele Ungereimtheiten, sodass die Impfungen im Moment, ich sage mal so, schon ganz sportlich, dass man trotz der Risiken das so groß in diesem großen Umfang macht. Ja, die Hersteller sind aus der Haftung raus. Egal, wie das jetzt juristisch betrachtet wird, der Arzt, der aufklären muss zu dieser Impfung, ja, und da geht man eigentlich von einem Informationsgespräch von circa 15 Minuten aus, dass man alle für und wieder abklärt und dass man auch sich vergewissert bei demjenigen, bist du vielleicht, gehörst du zu denjenigen, wo man das nicht machen sollte, wo also das Verhältnis Nutzen-Risiko ungünstig ist. Und das wird auch bei dieser Impfung immer das Thema bleiben. Insofern, ja, wäre zu hoffen, aber versprechen kann Ihnen das keiner, dass jetzt mit einer Impfung das ganze grausige Szenario vorbei ist. Und das hat man im anderen Podcast schon mal. Es ist so, dass wir uns arrangieren müssen mit diesen Viren. Die werden dazugehören. Und ob es denn jedes Jahr eine Massenimpfung in dem Sinne geben muss, wie wir das vielleicht bei der Grippeimpfung hatten, das muss man dann sehen. Auf alle Fälle wird das Virus nicht von uns auf null reduziert werden können. Wir können aber vieles dafür tun, mit unserem Lifestyle, mit unserer Art, wie wir diesen Körper hegen und pflegen, können wir zumindest dafür etwas tun, dass er widerstandsfähiger ist. Und selbst wenn man dann mit einem Virus konfrontiert wird, was wirklich ein Krankheitspotenzial hat, dass man einfach besser durchkommt. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben, gut durchkommen und dass jeder in seinem Umfeld dafür sorgen kann, dass zumindest unbegründete Angst, Ängste, Panik, dass das nicht überhand nimmt und dass man sich auf die Dinge konzentriert, die man selber regeln kann. Dazu alles Gute. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.